Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21. Ja, das neue Spiel ist draußen. FIFA 21, Trainerkarriere bei St. Pauli. Ihr habt mir ein paar coole Sachen in die Kommentare geschrieben und darüber freue ich mich natürlich sehr. Zu der Aufstellung habe ich tatsächlich nicht ganz so viele Tipps bekommen, deswegen werde ich da jetzt heute dann selber ein bisschen probieren. Gucken wir einfach mal, wie das läuft. Training werden wir heute mal selber machen und ansonsten natürlich wieder unsere drei Spiele, denke ich. Es wird sehr interessant, wir haben einige Spiele vor uns, die sehr, sehr hart werden und das ist in der zweiten Liga ja immer so, muss man ja immer aufpassen und man sieht es gerade schon, die Fitness ist gar nicht so geil, ja, also wir sind schon am Spieltag und die viele Spieler sind irgendwie nur halb fit oder so, wir hatten ja auch DFB-Pokal in der letzten Folge dabei, also ganz, ganz crazy, letzte Folge könnt ihr übrigens vorbeischauen, rechts oben beim i verlinkt, falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen und da würde ich sagen, legen wir jetzt los. So, wir gehen mal auf eine 4-1-4-1 relativ standardmäßig, aber damit sollten wir trotzdem relativ gut zurechtkommen. Langford, der ist eigentlich linkes Mittelfeld, spielt rechts. Da bräuchten wir vielleicht noch einen rechten Mittelfeldspieler, aber ja, naja. Unter anderem habt ihr mir auch noch gesagt, dass Guido Burgstaller zu St. Pauli gewechselt ist. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Also Wahnsinnstransfer, würde ich da schon fast sagen. Also krasser Scheiß. Habe ich auch richtig Bock mit ihm zu spielen. Nur leider kriege ich den natürlich jetzt nicht mehr in mein Team. Denn der Transfer ist deaktiviert. Das habe ich extra ausgestellt, weil ich nur im Winter dann Transfers machen möchte. Und wenn ich den im FIFA-Menü umswitche, dann müsste ich eine neue Karriere starten, um den hier dabei zu haben. Also wir müssen tatsächlich noch bis Winter warten. Und dann in dem Wintertransfer, der übrigens wann genau beginnt? Ja, Januar fängt das Ganze an, das Transferfenster. Da können wir dann Guido Burgstaller holen und beziehungsweise erst probieren zu holen, ihn zu holen. Aber also, es tut mir schon leid, aber ja, ist schwierig. Leute, und guckt euch das bitte an, was ist das für ein Zufall? Das ist mir gerade beim Durchswitchen aufgefallen, wir spielen im Pokal, da sind wir eine Runde weiter und wir spielen gegen Greuther Fürth. Ja, ich bin ja Fan von Greuther Fürth und habe auch eine Spielerkarriere gemacht mit Greuther Fürth. Ja, könnt ihr mal auch rechts oben am i die Playlist mal abchecken. Das ist einfach purer Zufall, dass wir jetzt gegen Greuther Fürth im Pokal spielen. Das wird sehr interessant. Oh, wir haben sogar einen richtig guten RM. Ich wechsle jetzt gerade ein bisschen durch, weil wir ja ziemlich ja, also wir haben ja fast gar keine Fitness. Da tausche ich gerade ein paar Spieler und ich habe gesehen, wir haben einen richtig guten RM. Den können wir auf jeden Fall mal spielen lassen. Ja, und so mit dieser Aufstellung würde ich jetzt mal hier ins heutige Spiel gehen. So, wir sind zu Hause. Himmelmann! Ja, der Spielplan, der stimmt ja nicht ganz. Der ist ja nicht ganz korrekt wiedergegeben hier im Spiel. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt, aber so ein paar Probleme gab es da scheinbar oder gibt es. Ja, nichtsdestotrotz, gegen Heidenheim hat St. Pauli echt schon gespielt. Und das Ganze sogar sehr erfolgreich. 4:2 das Ergebnis in echt. Also 6 Tore, das werden wir hier wahrscheinlich nicht hinbekommen. Wäre schon mal schön, wenn wir überhaupt gewinnen. Das wäre richtig, richtig gut. Ich gebe mein Bestes, mal schauen. Handspiel ist übrigens auf euer Empfehlen hin, das haben ein paar Leute reingeschrieben, weiterhin an. Und da ist das 1:0 für Heidenheim in der 11. Spielminute. Ja, schön gespielt, schlecht verteidigt. Dreck. Oh. Schön gemacht, wie gesagt. Und da ist es 11. Minute. 11. Minute mit der Nummer 11. Schon das Gegentor. Und jetzt die Möglichkeit. Aber irgendwie gab es vorher einen Pfiff. Ich weiß nicht warum. Gibt es einen Handelfmeter oder Abseits oder was auch immer. Abseits ist es. Und 2:0 für Heidenheim. 30, 31 Minuten gespielt. Wieder die Nummer 11. Tomala. Und da kriegen wir schon Pfiffe. Das ist nicht so geil.
Ja, sehr schön. Ist da jetzt jemand in der Mitte? Ich sehe keinen. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Aber es gibt einen Handelfmeter. Ihr wolltet, dass es anbleibt. Und jetzt gibt's den Handelfmeter. Wieder ist es der gleiche Bug wie immer. Immer beim Handelfmeter hüpft er, oder beim Elfmeter allgemein, hüpft der Gegenspieler noch eine halbe Stunde durch die Gegend. Das ist schön Zeitspiel, finde ich geil. So, hier sehen wir nochmal die Wiederholung. In schöner Abenddämmerung. Naja, beide springen da hoch. Ball springt eben an die Hand. So, jetzt bin ich gefordert. Der erste Elfmeter in FIFA 21. Und der Torwart hat die Ecke. Der Torwart hat die Ecke. Elfmeter verballert. Das gibt's doch nicht. Das war unsere Chance auf den Anschlusstreffer. Wir waren bisher richtig, richtig schlecht. Wenn wir den machen, ändert sich vielleicht das ganze Spiel. So ist es echt scheiße. Halbzeit. Ja, wir kriegen zu Recht Pfiffe. Wenn wir wenigstens den Elfmeter gemacht hätten, dann wäre es okay. Dann hätten wir vielleicht nur irgendwas reißen können hier. 2-0 liegen wir hinten, haben den Elfmeter eben verschossen. Klar, unsere Mannschaft ist eben durchgemixt mit vielen, ja, schwächeren Spielern, jüngeren Spielern. Aber ja, nichtsdestotrotz einmal eine schwache Leistung bisher. Jetzt ist Areum da, hat sich den Ball sehr schön erobert. Hat schon oft verkackt, dieses Mal macht er es. 1 zu 2. Wichtig, ganz verdient. Und nochmal kurz das Kontroll hören. Puh. Sehr, sehr wichtig. Und dieser Areum vor allem. Ist zwar einer der besten heute im Team, von der Bewertung her zumindest, aber er hat schon ein paar Chancen mal verkackt gehabt, die letzten paar Spiele. Ja, und hätten wir den Elfmeter jetzt auch noch gemacht, stehen es jetzt 2-2, so steht es jetzt 1 zu 2. So, jetzt ist es unser Riesenstürmer, der natürlich aber auch sehr langsam ist, aber das gut macht und eine gute Chance hat auf das 2 zu 2. Jetzt gibt es eine Ecke. Die Fans sind heiß. Hier kann noch was gehen. Hier kann noch was gehen. Vor allem bei diesem großen Stürmer. Oh mein Gott. Dass er den. Ah, der hat ihn so schlecht getroffen. Obwohl es eigentlich so gut war. Ei, war das knapp. Boah, wichtiges Tackle. Glück gehabt. So, der Riesenstürmer kommt raus. So, und da ist der eingewechselte Stürmer Kirei und er lupft den Ball über den Torwart und freut sich schon, bevor der Ball drin ist. 2 zu 2. Yes, Leute. Wahnsinn. Als ob wir den echt gemacht haben. Und dann noch so frech mit einem Lupfer. Dieser Kirei oder wie auch immer der ausgesprochen wird, stand sehr, sehr in der Kritik. Und jetzt macht er sein erstes Tor. So, Buchtmann eingewechselt. Und dann wieder auf unseren Kirei-Stürmer. Kirei! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Als ob das Spiel hier gedreht wird! Was ist los? What the fuck? Dafür mal ein Like da lassen. Letztes Mal habt ihr richtig losgelegt. Hoffentlich dieses Mal wieder 77 Likes, Leute. Packen wir das. Einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Boah, Wahnsinn. Oh, fast wie in echt. Fast das 4 zu 2. Also ich weiß gar nicht, wie das in echt war. Ich habe das nicht ganz so verfolgt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähnlich gelaufen ist.
dass Heidenheim erst geführt hat und dann da St. Pauli irgendwie zurückgekommen ist. Sehr realistisch, sehr eng, dass wir das hier noch drehen, hätte ich niemals gedacht. Dass wir vielleicht nur einen Unentschieden holen, vor allem weil wir auch den Elfmeter hatten. Und in der zweiten Hälfte waren wir einfach viel, viel besser. Viel, viel besser. Aber dass wir das Ganze hier noch drehen und 3:2 wirklich draus machen, Wahnsinn. Da müssen wir auch mal zum Interview. Ja, jetzt ist Kirei der Held. Bisher immer in Kritik geraten. Jetzt kann man ihn mal loben. Grandioser Auftritt. So, ich habe der Mannschaft ein bisschen Pause gegeben. Ich habe ein paar mehr Ruhetage reingeböllert als Training. Und das sieht man jetzt deutlich an der Fitness. Da ist wieder einiges in Ordnung gebracht worden. Finde ich richtig gut so. Nichtsdestotrotz habe ich wieder vergessen, in der Taktik das umzustellen. Aber machen wir es wenigstens hier. Rechtes Mittelfeld nehmen wir auf jeden Fall ihn mit. Bin mal gespannt, wie er sich da macht. Er soll auf jeden Fall ein paar Mal spielen und probieren, besser zu werden. Und ja, dann lassen wir unseren Riesenstürmer mal zu Hause und nehmen dafür Langford einfach mal auf die Bank, weil linken Mittelfeld braucht man immer wieder. Und hier, Tashki, der wollte unbedingt spielen und deswegen, ja, wir lassen ihn mal spielen, dass er glücklich ist. Und dann schauen wir weiter. Nicht so wie jetzt gerade eben, nicht die erste Halbzeit wieder pennen. Also die neue Aufstellung haben wir jetzt, 4-1-4-1. Aber dieses Mal mit Bestbesetzung oder ja, so ziemlich Bestbesetzung. Vorhin war ja ziemlich durchgemixt. Ich bin mal gespannt, was sich damit machen lässt. Da ist unser rechter Mittelfeldspieler. Und lupft den Ball über den Torhüter. Das haben wir heute zum zweiten Mal schon gemacht. Und das ist das 1:0 in der 8. Spielminute. So will ich das sehen. Endlich gehen wir mal in Führung. Das ist unser 5. Spiel jetzt, glaube ich. Wir hatten ein DFB-Pokalspiel, da sind wir auch in Führung gegangen, da haben wir 0:0 gespielt. Jetzt hört man übrigens St. Pauli-Fans. Richtig, richtig geil. Hört euch das mal an. Wir sind auswärts. Auswärts und man hört jetzt St. Pauli-Fans. Das ist richtig geil. Und da ist Tashki. Unser Stürmer. Was, der Ball war nicht draußen. Krass. So, jetzt zum Ende hin der Halbzeit. Beziehungsweise schon seit ungefähr 10 Minuten. Wird Darmstadt wirklich deutlich besser. Und da ist das Tor. Der Torwart kann dann nichts mehr machen. Ja, es ist verdient. Darmstadt hat es angedeutet. 1-2 wirklich richtig, richtig gute Chancen. Und jetzt dann die schöne Flanke. Und genau in der 45. mit dem 1:1. Direkt der Abpfiff. Ja. Wie gesagt, verdient ist es, leider. Es ist echt schade. Und jetzt ist es Buchtmann, es ist Buchtmann. So, Doppelwechsel. St. Pauli, Daschner und Kirei kommen für Benatelli und Tashki. Und da ist Ditgen. Und da in der Mitte ist tatsächlich Kirei, der eingewechselte Stürmer. Und damit macht St. Pauli hier schneller als gedacht das 2:1. Yes, Leute! Schön! Schön, schön! Da muss er nur noch einnicken, setzt sich dabei auch gut durch. Gegen die 21, gegen Höhen. Nice one. Ja, ein Wechsel, besser geht's wohl nicht. Tashki wollte unbedingt spielen. Da habe ich dann auch reingepackt. Und jetzt wechsle ich Gray ein, der im letzten Spiel richtig, richtig gut war. Und er macht direkt das Tor und Tashki hat nichts gemacht, sozusagen. Ja. Ist okay. Viel machen konnte ich da eh nicht draus, so ist es okay. Ja, es ist soweit. Wir haben es gepackt. 2:1. Damit haben wir insgesamt 10 Punkte. Weitere 3 Punkte, die wir holen konnten. Relativ knappe Spiele immer, aber solange die Punkte da sind, ist das das Wichtigste und Beste, was es gibt.
Wenn wir mit St. Pauli hier weit oben spielen können in der Liga, das wäre schon ein Traum. Und das probieren wir. Ja, und Leute, vielleicht seht ihr es da hinten schon. Ich glaube, darauf haben alle gewartet. Und jetzt ist es tatsächlich schon soweit. Zweite Folge. Es ist das Derby gegen Hamburg. St. Pauli gegen Hamburg. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, ob wir zu Hause spielen oder auswärts. Auswärts wäre auch ganz cool. Das ist auch gute Stimmung, aber auch zu Hause ist einfach nice. Wir machen jetzt erstmal ein Training. So sieht unser heutiges Training aus. Extrem heiße Kartoffel, Torwart überwinden und Abwehrszenario. Ich habe keine Ahnung. Einige Übungen kenne ich auch noch nicht, aber wir werden sie jetzt mal durchspielen. Denn das haben wir ja gesagt, wollen wir einfach mal machen. Dementsprechend können wir da auch gute Noten bekommen und so. Und das ist einfach richtig nice. Okay, extrem heiße Kartoffel. Das heißt, ich muss jetzt ganz viele Pässe machen, bis jetzt quasi der Kreis endet. Oder wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, ich probiere auf jeden Fall so schnell es geht. Gerade hin und her zu passen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder nicht. Jetzt macht das das Ganze natürlich noch schwieriger. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Zack, wir haben ja schon ein A, da brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Ey, das war richtig gut, Leute, glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, aber es sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Aber die Übung macht Spaß, aber ich finde es cool, die auszutricksen. Oh Gott, jetzt haben sie mich ausgetrickst, schade. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich viele Punkte. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt was bringt, dass ich quasi noch besser werde. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ein A ist, glaube ich, ein A. Da kann man nicht mehr viel dran ändern. Also 30.000 von 18.000 erreicht. Damit lebe ich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schwieriger. Zack. Ich glaube, es ist eigentlich egal, ob ich ihn einfach reinmache oder ob ich ihn austrickse. Ist, glaube ich, relativ. Ich weiß nicht, ob das... Oh, Mann. Ob das irgendwie mehr Punkte gibt oder weniger. Ich habe keine Ahnung. Diesen Stürmer, der ist eigentlich so gut, weil er halt eigentlich ein Mittelstürmer ist, der groß ist und uns bei Flanken und so echt weiterhelfen könnte. Aber der Typ verballert einfach alle Chancen, so wie hier auch gerade. So, endlich macht er mal einen rein. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir mal treffen hier. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck dieser Übung, dass man wirklich austrickst. So ungefähr. Dann kriegt man auch richtig Punkte, siehst du? Lol, warum ist die Übung jetzt zu Ende? Okay, wir haben ein B. Abwehr. Das wird schwierig, weil ich kann überhaupt nicht verteidigen. Vielleicht nicht schlecht, das mal zu trainieren, aber ich kann es echt schlecht. Also ich bin in FIFA da echt ein Noob. Vor allem, guck mal, wie er sich abdrängen lässt. Was für ein Spacken, Alter. Ah, nicht schlecht bisher. Ist in Ordnung. Ich glaube, wenn die aufs Tor schießen, dann gibt es noch Minus oder so. Kann das sein? Ah, ich habe ihn abgeblockt. Dafür gibt es sogar Plus. Tatsächlich, okay. Oh, jetzt wird es aber gefährlich. Ich glaube, ein B habe ich aber jetzt schon. Das ist schon mal nicht schlecht. Komm, nochmal hinterher setzen. Da haben wir ihn auch abgeblockt. Das heißt, wir haben ein A. Sehr schön. Das heißt, wir haben wieder ein A. Das heißt, das müssen wir auch nur einmal machen. Einen Versuch hat er noch. Den haben wir hier geblockt. Und jetzt Versuch 0. Meinetwegen mache ich noch. So, da waren wir schon mal dazwischen. Aber den Ball haben wir noch nicht. Jetzt haben wir den Ball. Sehr schön. Okay, war auch echt eigentlich nicht so schwer. Beeinflusst das letzte Ergebnis, weil es so relativ knapp war, die Strategie. Nee, wir werden auch Hamburg schlagen. Das ist das Ziel, definitiv. Ja. Zuletzt hat das Team schwankende Leistung gezeigt. Ja, wie sehen wir diese Formschwankungen an?
Ja, also ich denke, dass wir alle zeigen, was wir können. Also ich meine, wir stehen auf Tabellenplatz 2. Was willst du hier von wegen Schwankungen? Also klar, kann es mal passieren, dass man mal besser ist, mal Wie schlechter, heute? aber an sich waren wir nicht schlecht unterwegs und sind am Gewinnen und Gas geben. Dementsprechend bin ich damit zufrieden. Wir spielen zu Hause, das ist ziemlich, ziemlich interessant und ziemlich, ziemlich cool. Und wir lassen die Aufstellung einfach. Ah, ich habe wieder was vergessen. Ich gehe jetzt diesmal zurück. Weil jetzt haben wir es richtig getauscht, speichern wir so mal ab. Und damit können wir jetzt reinstarten ins Spiel. Lassen die Aufstellung so. Boah, wir haben keine Minus, wir haben nur Plus Moral und oder halt gar nichts. Aber keine Minus. Also wir sind richtig hyped. Ich begrüße Sie alle herzlich zu diesem Spiel aus der Ja, restlichen ich Bundesliga. auch. Wir sind Übrigens, die da stand gerade ein Müllerntor-Stadion. Hamburger Jemand hat mich gefragt, ob ich das ändern kann in am Müllerntor. Kann ich leider nicht mehr, tatsächlich. Also wenn ich die Karriere einmal gestartet habe, dann bleibt das so. Ist ein bisschen schade, tut mir echt leid, aber ja, geht leider nicht anders. Treffsicherste Vereine, damit sind wir auf Platz 1. Heidenheim und Aue gleich mit uns. Also, Hamburger Jungs, HSV, macht euch auf was gefasst. Und Grüße gehen raus an Jan, an seine Trainerkarriere. So, Ditgen. Und in der Mitte ist unser rechter Mittelfeldspieler. Den Namen kenne ich noch nicht. Hat ihn ziemlich gedrückt. Dadurch springt der Ball ähnlich wie vorhin beim Eckball mal. Ah, geht auch besser. Nicht wundern. Kirei. Kirei. Außennetz. Boah. Das ist die erste Chance jetzt für den HSV. Jetzt ist es Kirei, der spielt nochmal hoch auf Ditgen und das war die richtige Entscheidung. 1 zu 0 im Derby. Ruhe im Karton. Endlich. Hat sich irgendwie so zu meinem Lieblingsjubel entwickelt. Ja, aber endlich! Bisher war sehr, sehr hitzige Stimmung. Wir waren deutlich besser. Müssen hier auch eigentlich in Führung gehen. Es ist wirklich Pflicht. Zweites Saisontor von Ditgen. Und endlich machen wir das Tor. Jetzt wird sich das Spiel nochmal in eine andere Richtung entwickeln. Bin mal gespannt. Bin wirklich sehr gespannt, aber ja, also wir sind die deutlich bessere Mannschaft bisher. Sehr, sehr verdient, dass wir jetzt hier in Führung gegangen sind. Und eigentlich können wir jetzt noch ein 2-0 nachlegen. Ah, Flanke war nicht ganz so gut. So, Ditgen, schöner Doppelpass. Ditgen schon mit einem Treffer. Und Ditgen mit der Vorlage. Richtig nice. 2 zu 0 und auch das ist hochverdient. Hochverdient. San Pauli. Richtig geil. Kirei. Fünfter Treffer, nee, vierter Treffer. Aber richtig gut, der Junge. Trifft schon im dritten Spiel hintereinander. Der macht richtig Bock, der Typ. Und die Fans machen auch richtig Bock. Die haben wirklich richtig Spaß. Und also ohne die Fans, ohne Spaß, es ist wirklich so. Ohne die Fans könnte ich nicht so gut spielen. Das pusht mich so krass. Also wie ich gerade den HSV an die Wand spiele. Boah. Jasula hier mit der besten Chance. Aber ich bin, wie gesagt, deutlich die bessere Mannschaft. Und das nur, weil ich so motiviert bin. Buchtmann hat da so viel Platz und spielt einen wunderbaren Ball auf Kirei. Der spielt zurück auf Buchtmann. Ah,
wir spielen unglaublich gut. Aber treffen das Ding nicht. Und der nächste Schuss. Ey, ich bin so hyped, ohne Spaß. Dieses Spiel gegen den HSV ist mir richtig wichtig. Und ich gebe richtig viel Gas. Und das sieht man einfach. Wir spielen unglaublich guten Fußball. Sind unwiderstehlich gut. Und Düsseldorf liegt zurück. Das heißt vielleicht Platz 1 für uns. Oh ja, das ist oft so. In der zweiten Hälfte ist es ein bisschen immer umgekehrt. Das ist natürlich jetzt scheiße. Terodde mit dem Anschluss. Sein zweites Tor. Wir kriegen halt leider Gegentreffer. Wir sind offensiv echt unglaublich stark mittlerweile. Aber defensiv passt noch nicht ganz. Handelfmeter. Schon zweimal in der heutigen Folge. Ich habe euch gefragt, ausstellen oder anstellen. Ihr habt gesagt, lass es an. Gray will die Flanke schlagen. Er geht mit der Hand nach vorne. Ist ein klarer Handelfmeter, aber natürlich unbeabsichtigt. Den letzten Elfmeter habe ich verschossen. Mal gucken, was mit diesem passiert. Auch daneben. Der Torwart hatte wieder die richtige Ecke. Ich habe diesmal extra so ein bisschen, also diesmal war natürlich meine Schuld, aber ich kann Elfmeter wirklich nicht. Ich kann es einfach nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, hat man jetzt auch schon zweimal gesehen. Ich habe gedacht, der hat letztes Mal meine Ecke gehabt, weil ich den Punkt immer rechts hatte. Und diesmal habe ich ihn so ein bisschen hin und her bewegen wollen. Hat natürlich schlecht funktioniert, aber er hatte auch trotzdem meine Ecke. Gelbe Karte, jetzt wird es ein hitziges Spiel. Und jawoll! Eckballtor! FIFA-like in den kurzen Pfosten. Und da wird mit den Fans gefeiert. 3:1. Wieder den Abstand hergestellt. Verdammt wichtig. Schöne Ecke. Schöner Kopfball. Und das ist Avivor, der Verteidiger. Seinem ersten Saisontor. So, Dittgen holt sich den Ball schön. Er ist wie gesagt schnell. Dittgen ist ein schneller Spieler und das war schön gemacht. Auf den Außen ist viel Platz. Und er geht auch gut in die Mitte und es ist nur das Außennetz. War keiner in der Mitte leider. Ich musste da selber abschließen. Mich fürs kurze Eck entschieden. Gibt sogar Ecke. Gibt sogar Ecke und da steht Taschki ganz frei. Von gar keinem gedeckt. Aber so einen schlechten Kopfball dann zu machen, ist natürlich auch schwach. Auf geht's. Nochmal ein Konter. Diesmal über Taschki. Er ist nicht ganz so schnell, aber er ist noch frisch. Und auch der setzt den Ball wieder vorbei. Wieder fürs kurze Eck entschieden. Wieder der Torwart dran. Wieder eine Ecke. Schön pariert. Oh, wieder Taschki. Also, dass die mich so frei zum Kopfball kommen lassen, das ist schon krass. Und dass ich jetzt schon zweimal verballert habe, ist auch schade. Dieses Mal war zwar deutlich besser geköpft, aber... Und jetzt der Schuss. 3 Minuten gibt es noch oben drauf. Und da die Folge wahrscheinlich sowieso wieder relativ lang ist, würde ich mich dann hiermit schon verabschieden mit einem Derby-Sieg. 3:1 gegen den HSV. Die wussten gar nicht mehr wohin. Wir können gleich nochmal auf die Statistik gucken, aber ich bin echt richtig, richtig zufrieden. Richtig, richtig stolz auf meine Mannschaft. Haben wir wirklich gut gemacht. Wir haben es gepackt, den Aufstiegskandidaten Hamburg zu besiegen. Ich denke auch, dass Düsseldorf verloren hat. Oder ein Unentschieden oder so. Das heißt, wir könnten sogar Platz 1 vorerst sein. Bisher spielen wir eine sehr gute Saison. Es sind, wie gesagt, knappe Ergebnisse dabei. Wir lagen ja heute sogar ordentlich hinten und haben aber auch gegen Darmstadt
einen relativ knappen Sieg nur gehabt. Nichtsdestotrotz sind es gute und wichtige Punkte und ja, das heutige Spiel hier, ich habe alles rausgehauen. Glaubt mir das, ich bin wirklich fertig. Ich habe wirklich Gas gegeben. 16:6 Schüsse, 9:3 aufs Tor. Also es hat sich gelohnt, es war richtig, richtig gut. Und es ist einfach wunderbar. So, und da sehen wir es. Düsseldorf hat gegen Heidenheim verloren. Gegen Heidenheim ist das, wie gesagt, nicht schlimm. Wir haben gegen Heidenheim, hätten wir auch fast verloren. Ich frage mich immer noch, wie ich das geschafft habe, da noch zu gewinnen. Wir haben 11 Tore jetzt geschossen. Damit sind wir nochmal wirklich an die Spitze gegangen. Mit 3 Toren in einem Spiel jetzt wieder. Ja, und haben damit 3 Punkte geholt. Heidenheim und Düsseldorf sind jetzt beide quasi knapp hinter uns. Wahnsinn, dass wir das geschafft haben. Also ich bin wirklich sehr überrascht und sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und bin gespannt, welche Spiele in der nächsten Folge auf uns warten, was noch auf uns zukommt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit rein. Macht's gut, bis dahin und haut rein. Ciao, ciao.